Freunde, wir haben hier das perfekte Auto, um sein Kind zur Kita zu bringen. Der Lamborghini Urus 666 PS, 4 Liter Biturbo. Grundbasis ist, glaube ich, Audi Q8 bei dem Auto. Ja, ein sehr, sehr schönes Auto. Eine kleine Bremsanlage, die sind ungefähr so groß wie die Felgen meines Audis. Und der Listenpreis oder beziehungsweise die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 260.000 Euro. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen für schleifen, bis ich dir sowas leisten kann. Oder Basti? Was denn? Ja. Sagst du? Wozu? Mit dem Auto. Ja. Ganz nett. Ja. Ich hab schon gesagt, wenn man die Bremsscheibe sieht, dann weiß man, dass auch nicht ganz so billig wird. Schön, Keramik, Bremsscheibe. Und die Größe. Ja. Auf jeden Fall wird so ein Auto auch manchmal kaputt gefahren. Wie in diesem Fall die Carbonlippe. Die ist recht preiswert bei Lamborghini. Und insofern haben wir gesagt, wir helfen dem Kunden. Wir wollen die reparieren. Und ja, wie das Ganze aussieht, das sehen wir wie immer nach dem Intro. Wir haben ja vor einiger Zeit schon mal ein Video zur Carbonreparatur gemacht an einem M4 Competition. Da war es sogar ein bisschen weniger beschädigt. Hier ist tatsächlich auch die Carbonfaser leicht beschädigt. Da können wir tatsächlich nicht viel machen. Ich bin trotzdem gespannt, wie das nachher aussieht. Der Kunde weiß, dass es eventuell leicht sichtbar sein kann. Er nimmt das aber in Kauf. Und jetzt ist es erstmal wichtig, wir haben ja die Carbonfaser. Da ist ein Harz drüber, ein transparentes Harz. Das müssen wir jetzt hier, wo es gesplittert ist, runterholen. Das heißt, im Grunde erstmal abpulen, ein bisschen säubern und damit fange ich jetzt an. Also hier ist es echt schon grenzwertig. Man sieht richtig hier, wie das hier schon so leicht aufgeht. Das Lose, was halt hell unterzogen ist, was ich gelöst habe, das habe ich jetzt ab. Man sieht, hier liegt das schon alles frei. Trotzdem habe ich hier auch noch Teile, die gebrochen sind, die ich nicht runterkriege. Die muss ich, aber ich muss diese Risse rauskriegen. Das heißt, ich muss jetzt vorsichtig schleifen. Beim Schleifen muss ich sehr doll aufpassen, dass ich die Carbonfaser nicht kaputt schleife. Deshalb sehr vorsichtig. Jetzt ist ja alles matt geschliffen, jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr sehen. Man sieht jetzt nur eine helle, matte Oberfläche. Und um das Ganze einmal sichtbar zu machen, damit ich weiß, wie sieht das jetzt aus, habe ich Trick 17, das ist Silikonentferner, das ist ein schnellflüchtiges Lösemittel. Damit kann man es einsprühen und dann kriegen wir einmal einen Glanz und können sehen, sind da noch helle Flecken, sind da noch Rissspuren zu sehen. Und das machen wir jetzt als nächstes einmal. Hier sieht man halt deutlich den Riss. Das wird man natürlich nachher auffüllen, weil es hier halt ziemlich tief ist. Hier sieht man halt noch so ein bisschen die Klarlackränder. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen schleifen. Mehr können wir jetzt in diesem Moment auch nicht tun. Selbst hätten wir das Teil jetzt ausgebaut, was natürlich ein Wahnsinnsaufwand wäre bei diesem Fahrzeug, würden wir in die Spitze gar nicht
reinkommen, weil das Teil so lang nach hinten geht, dass wir da gar nicht von innen ran kämen. So, jetzt werden wir das Ganze auffüllen und zwar mit einem Spezialspachtel. Auffüllen wollen wir das Ganze jetzt hier mit dem P27 Crystal von Miepa. Das ist ein Polyethylen-Spachtel, transparent. Der sieht jetzt natürlich gelblich aus, weil er aber auch jetzt quasi 5 cm dick ist, wenn wir den nachher so dünn aufgetragen haben. Ist ja wirklich klar und der wird auch wirklich sehr hart, braucht aber seine Zeit und zwar ungefähr 2 Stunden. Wenn wir das mit einem normalen Polyester-Hartspachtel vergleichen, der braucht so 5 bis 10 Minuten. Also der braucht schon ziemlich lange. Das heißt aber auch, wir haben Zeit, den in Ruhe aufzutragen, sollten den auch etwas dicker auftragen, dass man ein bisschen Futter hat zum Schleifen und wir nicht nochmal spachteln müssen und wieder 2 Stunden warten müssen. Ja, das Ganze wird hier mit Härte angerührt, 2 Komponentenmaterial und los geht's. Ich habe das Ganze jetzt über Nacht aushärten lassen. Jetzt sieht man, dass wir hier so eine schöne samtmatte Oberfläche haben. Und jetzt kann ich das Ganze mit einem Klotz plan schleifen. Die grobe Form steht jetzt wieder. Jetzt werde ich fein nachschleifen bis zu einer Körnung von 400. Und jetzt werde ich das gesamte Bauteil einmal matt schleifen. So sieht das schon mal ganz gut aus. Jetzt können wir wieder unseren Silikonentferner-Test machen. So, und jetzt sieht man halt, es ist alles glatt, aber man sieht halt leicht diese Rissstelle noch. Und da möchte ich auf jeden Fall auch noch was gegen tun, aber erst in der Lackierkabine. Das heißt, jetzt kleben wir erstmal alles ab und dann geht's in die Kabine. Hier in dem Licht kann man das jetzt schön sehen, dass diese schwarzen Linien quasi hier unterbrochen werden, dass man genau hier diesen Riss sieht. Und um das jetzt anzugleichen, haben wir, die kennt ihr ja schon, womit wir immer die Carbon-Technik machen, die Gummimatte. Und damit können wir dann diese schwarze Linie wieder so ein bisschen annebeln. Mal gucken, dass wir die Maserung einigermaßen treffen, dass das auch schick aussieht nachher. Das sieht auf jeden Fall schon deutlich besser aus. Ich würde es jetzt nochmal so gesamt ein bisschen lasieren, dass man da gar nichts mehr so von sieht. Und jetzt können wir den Klarlack auftragen. Ich glaube, wer das jetzt nicht weiß, der wird das auch nicht sehen. Das ist immer, wenn man das sehen will, dann kann man das sehen. Aber es ist wieder stabil, es ist geschlossen. Das ist, glaube ich, immer das Allerwichtigste. Mhm. Und das sind halt auch Bereiche, die fährt man immer wieder kaputt. Ne? Und ich glaube, wenn du das austauscht,
Stoßfänger ab etc. Ich gehe mal davon aus, 2000 Euro bist du da. Wenn das nicht schon der Spoiler, ne? Ja, also ich weiß, damals bei dem M4 Competition, den wir gemacht haben, da hat die Spoilerlippe bei BMW 1500 Euro gekostet. Ja. So, und das ist ein Lambo, ich weiß es nicht, müsste man anfragen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt den Arbeitslohn zusammenrechnen und das Material, sind wir so bei 300 Euro netto. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine andere Hausnummer. Ja. Insofern, glaube ich, ist dem Kunden damit gut geholfen worden. Ja, das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, euer kostenloses Kanalabonnement. Folgt uns auf Instagram unter lack_flow. Und ja, danke fürs Zuschauen nochmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.